Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt das RealGBS-Skript an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Bone 2510 oder 2510, wie man es immer ausdrücken will. Version 1.0 gibt es natürlich, weil Skript logischerweise nur für PC/Mac. So, was macht das RealGBS-Skript in dem Falle? Es ermöglicht euch in eingebauten Trakturen eure PDA-Map direkt auf den jeweiligen Displays anzeigen zu lassen, beziehungsweise eure derzeitige Position. Hört sich komplexer an, als es am Ende des Tages ist, ebenfalls für euch als Benutzer. Wichtig dabei ist halt, wie eben gerade schon gesagt, ihr braucht dafür Traktoren bzw. Maschinen, die damit vorgerüstet sind. Also sprich, die schon in System, die IFCO, das IFCO-System zum Beispiel, das IFCO-Bildschirmsystem halt schon mit integriert haben. Ich hab jetzt hier einen 900er Fendt. Der hat das Ganze jetzt mit eingebaut. Es gibt auch noch einen 7R, der ebenfalls aus der LSFM-Richtung kommt. Ich verlinke es euch alles beim Download mit dazu. Bei den zwei Traktoren ist das Ganze schon mit vorhanden und ihr könnt das Ganze dementsprechend nutzen. Es gibt allerdings auch bei der Download, also beim Download selber, gibt es noch zwei Tutorials, wie ihr das Ganze A in eure Traktoren mit einbaut, für die modtechnisch im Bild versiert sind. Ebenso gibt es dazu noch eine Anleitung, wie ihr eine eigene PDA-Map da dementsprechend integriert. Das geht jetzt aber für das Video A, eh viel zu weit und B, habe ich eh keine Ahnung, wie das funktioniert. Da bin ich raus. Es geht nur prinzipiell darum, wie ihr das so nutzen könnt als Otto-Normalverbraucher. So, also, schauen wir uns das Ganze an. Das ist hier ein Fendt 900. In dem Falle ein Edit, der mit den Fendt One Displays von IFCOs nachgerüstet ist. Also sprich, den ganzen Spaß kennt man ja bereits hier so. Ne? Wir können hier dementsprechend über die Bordgeschichte alles durchschalten, sehen den ganzen Spaß dementsprechend auch. Ist halt was für die Leute, die gerne ohne HUD spielen und sich rein auf die Anzeigen in-game halt verlassen wollen. Prinzipiell interessiert uns jetzt der Monitor hier oben, ne, der hier. Wenn wir erstmal ins Escape-Menü gehen oder Tastatureinstellungen und dann könnt ihr hier einmal ganz nach unten scrollen, da habt ihr neben den 900er und den 7R, den es ja hier gibt, hier den neuen Reiter Echtes GPS-Mod. In der Regel ist hier nichts eingetragen. Sprich, ihr müsst hier erstmal eure Tastenkombination mit eintragen, wie ihr das Ganze handhaben wollt. Ihr könnt den Einstellungsmodus könnt ihr belegen, den Kartenmodus könnt ihr belegen, Kartenzoom, also Ranzoom und Rau, also Auszoom, Zoom halt, Kartenzoom, könnt ihr ebenfalls mit belegen. Prinzipiell ist das ja hier so, ne, kommt man ja auch so ran, ist klar. Und wir sehen uns das Ganze jetzt hier oben einmal in dem Falle mit an. Ihr seht, ne, wir haben jetzt hier oben unser GPS. Und wenn ich jetzt einmal hier zum Beispiel das Ganze rauszoome, dann seht ihr, sind wir jetzt vom Zoom her ganz raus. Und ihr seht auch, das ist dementsprechend hier unsere Karte. Ich kann jetzt hier dementsprechend den Kartenmodus hin und her schalten, beziehungsweise halt in einer anderen Sichtweise. So habe ich es jetzt direkt von oben, so habe ich es aus einer anderen Perspektive. Ne, ebenso kann ich das Ganze ein- und ausschalten, wie ich halt dementsprechend lustig bin. Und da ich jetzt die ganze Zeit nicht im Zoom sein will, gehe ich jetzt einfach mal hier mit den POV-Zoom mit ran. Gehen wir mal hier auf 20, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und somit können wir jetzt schon mal hier sehen, wenn ich mich jetzt hier bewege, bewegt sich dementsprechend hier auch erstmal unsere Karte mit. Ne, und auch die ganzen Koordinaten, also sprich die X-Achse und die Y-Achse, wird hier, wie gesagt, mit bewegt. Hier kann ich es nochmal umschalten, da habe ich direkt eine Ausnordung von der ganzen Geschichte. Ne, weil wenn ich das Ganze jetzt hier so habe, seht ihr, sind wir ja in dem Sinne ausgenordet. Und somit könnt ihr jetzt auch auf euren Displays, mal kurz gucken hier, dass ich hier in der richtigen Fahrspur bin, könnt ihr jetzt dementsprechend auch auf dem Display direkt erkennen, wo, wie, was. Ne? Und ich kann das Ganze auch hier mit ranzoomen, wie ihr seht. Ne? Und somit habe ich dann immer das, was ich unten im Endeffekt auf der PDA-Map mit habe, kann ich jetzt hier in den Displays mir auch anzeigen lassen. Ebenfalls in den IFCO-Displays. Ne? Das ist ein geschlossenes Ökosystem, also ein geschlossenes System selber. Ne? Aber ihr seht, funktioniert soweit. Ne, und das ist das Ganze, was das Skript hier am Ende des Tages halt auch mitmacht. Und wie gesagt, das ist gerade für die Leute, das ist gar nicht mal so einfach, in so einen übelsten Zoom hier zu fahren. Das ist halt gerade für die Leute, die gerne das komplette HUD halt dementsprechend ausgeschaltet haben, wie jetzt in dem Falle hier, und sich halt rein auf die, ne, auf die Dinger halt hier dementsprechend mit verlassen. Ist ja hier das gleiche System dann hier einmal dementsprechend mit dazu. Ne? Und somit könnt ihr dann immer
wunderschön da anschauen, wo ihr es gerade halt haben wollt. Ne? Ist ja schon mal eine wunderbare Sache. Ne? Und das macht das Skript im Endeffekt, oder das ist die Aufgabe vom Real GPS-Skript in dem Falle. Und ich denke mal, das ist für den einen oder anderen eine ganz interessante Sache, beziehungsweise das, was sie schon immer haben wollten, ne? Je nachdem. Und die Möglichkeit wurde jetzt, wie gesagt, in den Ökosystem hier drinne mit erschaffen. Jo. Und das ist es. Wunderbar. Thema Mod-Verträglichkeit. Ne? Soweit eigentlich alles easy, außer mit dem Skript. Warte, ich hab's mal aufgeschrieben. Headland Management. Ich glaube, das ist dieses Wendekreis-Gedöns, also dieses Vorgewende-Management müsste das sein, auf Deutsch, ne? Englisch, ihr wisst, bin ich nicht so gut da drin. Da gibt es Probleme, das sollte man nicht zusammen im Mordordner haben. Also da bitte drauf achten, falls ihr das Headland-Management-Skript in dem Falle mit benutzt. Ansonsten soweit keine Probleme aktuell bekannt. Wenn was ist, könnt ihr es ja den Moddern melden. Ne, simple Sache. Jo, mehr ist es eigentlich gar nicht. Wenn wir einmal den Log anschauen, ist soweit hier auch sauber. Keine Probleme oder sonstiges. Ist halt ein Skript, wie gesagt, relativ sparsam. Geht im Singleplayer, geht im Multiplayer, geht im Dedicated Multiplayer. Von daher könnt ihr das Ganze hier soweit ohne Probleme mit nutzen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, inklusive diesen Fendt und den 7R, der dafür vorgerüstet ist. Bei den Rest, wie gesagt, müsst ihr es selber mit einbauen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dennoch, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.